Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kollegen, vielen Dank an die Kollegen von der CDU, dass Sie das Thema jetzt endlich nach dem dritten Mal hier reingebracht haben. Heute reden wir über den Wald, und das ist gut so. Aber es ist viel zu spät. Die Ampel setzt doch gerade in diesen Tagen ihr eigenes System der Honorierung der Ökosystemleistungen um. Und darüber müssen wir heute Abend reden. Die 12 Kriterien, die die Ampel aufruft, um in die Gunst einer Förderung zu kommen, die sind zum größten Teil nicht umsetzbar, völlig an der Forstpraxis vorbei und bürokratisch. Über allem stehen ideologische Klimavorgaben. Wald soll weniger genutzt werden. Nur der erhält eine Prämie, der seinen eigenen Wald stilllegt. Das Ganze ist eine reine Stilllegungsprämie, sonst nichts, liebe Kollegen, und das lehnen wir ab. Lassen Sie mich mal drei Beispiele bringen, was die Ampel vorhat mit unseren Waldbesitzern. Erstens, die Waldbesitzer müssen sich auf 20 Jahre festlegen. 20 Jahre müssen die sich binden, um eine Förderung zu bekommen. Liebe Kollegen von der CDU, glauben Sie denn noch an Planungssicherheit bei dieser Regierung? Bitte liefern Sie doch unsere Waldbesitzer nicht dieser Regierung aus. Und bereits jetzt ist schon klar, dass diese 12 Kriterien von denen erfüllt werden, von den großen Waldbesitzern, die die Kriterien schon seit ein paar Jahren erfüllen. Hören Sie sich um auf der Grünen Woche, gehen Sie zu den Forstverbänden, genau so läuft es. Das heißt, alle anderen ändern nichts, Änderung gleich 0,0, keine Verbesserung in den Wäldern. Drittens, selbst wenn ein Waldbesitzer diese 12 Kriterien halbwegs erfüllt, der bürokratische Aufwand ist immens. Wenn ich allein schon an die zentimetergenauen Vorgaben für die Rückgewege betrachte, gibt es jetzt einen Kompromiss, 20 Meter wurde gefordert, 40 Meter wurde von denen gefordert, jetzt sind wir bei 30 Metern, das ist völlig an der Praxis vorbei. Aber genau die Kleinwaldbesitzer bräuchten doch jetzt eine Lösung. Werte Kollegen, ja, Sie haben recht, den Wald hat es richtig heftig mitgenommen, 245 Millionen Festmeter Schadholz allein in den letzten Jahren. 4 Jahren, und wir wissen nicht, ob die nächsten Jahre gute Waldjahre werden. Daher fordern wir in unserem Antrag, der Ihnen ja vorliegt, wichtige Weichenstellungen für den Wald, für die Waldbesitzer. Wir brauchen jetzt eine Holzbaurenaissance. Das ist doch entscheidend, dass wir den Weg freimachen für einen viel stärkeren Einsatz von Holz bei öffentlichen Gebäuden. Holz muss weiterhin als erneuerbare Energie, als nachhaltiger Wertstoff erhalten bleiben und nicht, wie jetzt aus Brüssel, unglaublicherweise runtergestuft werden auf nicht förderungswürdig. Das kann doch nicht das Ziel sein. Herr Präsident, lassen Sie mich enden mit dem Aufruf, dass wir jetzt auch bitte im Personal investieren müssen. Wir brauchen die Förster in der Fläche. Wir brauchen eine Stärkung der Waldbesitzer. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Vorletzter Redner.